Zustand neu finde ich schon mal ziemlich scheiße. Ja. Weil wo ist der Hai? Was bei mir so dranhängt. Ja, genau. Herzlich willkommen, wir sind die Jungs von Nullpunkt. Null! Und wir spielen heute wieder Costa Quanta. Um da anzuknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Du hast alles auswendig gelernt. Ich habe alles auswendig gelernt. Die letzten Wochen nur damit verbracht, dass ich viel haben, wenn man Sachen anschaue. Wichtig. Ja. Jeder muss regelmäßig trainieren. Es ist ganz egal, ob es das Gewichttraining ist, oder ob es jetzt das Lauftraining ist, oder Fahrradtraining, oder Schwimmen, oder... Costa Quanta. Jeden Tag muss trainiert werden. Aus! Und ich hoffe, dass das heute was bringt. Vorab gleich mal die Bestrafung werden wir... Wie? Herz an. Die Bestrafung werden wir aus den Kommentaren auswählen. Wir haben zwei Vorschläge und wir werden einfach jetzt gleich machen. Dann haben wir es hinter uns. Was heißt wir haben es hinter uns? Ja, ich habe es hinter mir und du... Was war der Kommentar? Heftig in die Nüsse treten. Nüsse waren dabei. Moment, ich suche die Bestrafung aus. Ja, ich will das Wasabi-Ding haben. Wasabi! Oh mein Gott, Bernie! Thomas, wir haben kein Wasabi. Ja, nein, aber dann können wir heute das nicht machen. Vielleicht gibt es dann wir so ein Special. Ein Special, wo alle Bestrafungen drin sind. Genau. Liebe Leute, ich weiß, meine aktuelle Frisur schaut nach der Bestrafung aus, es ist es aber nicht. Du siehst so anders aus mit deinem blonden Haar. Sondern wir haben uns was anderes überlegt und das bringen wir in einem anderen Video. Starten wir einfach los ins neue Spiel, neue Runde, 6 Runden hintereinander. Ist die Evi schon wieder da? Ja. Hallo Evi. Anwesend. Okay, ich glaube, das war letztes nur Glück. Wer beginnt? Der Verlierer. Wollen wir mal immer der Verlierer beginnt? Nein, immer abwechselnd. Was ist ein Scheiß, wie wir anwenden, aufschreiben und wer ist als nächstes dran? Und ja, so. Aber wer hat das letzte Mal angefangen? Ich. Ja, passt. Abwechselnd. Für die erste Runde stehen zur Auswahl die Kategorien Baby und Kind oder Uhren und Schmuck. Ja, komm. Uhren und Schmuck. Hm. Uhren und Schmuck, weißt du? Uhren und Schmuck, weißt du? Das ist ein Kettelum. Das ist Rotgold, gell? Glückskette. Unisex. Unisex Glückskette. Ha! Geil! Aus den Unterkategorien schlage ich vor Ohrschmuck oder Piercings. Was? Ich zeige Ketten her und was sucht die Ewi aus? Ohrschmuck oder Piercings? Ich nehme bitte Piercings. Ach Gott im Himmel. Piercings. Ey, ich muss das halt, gewinnen. Egal, es gibt ein gutes Lied von Helge Schneider, oder? Piercing! 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 Du musst es gewinnen, ja, aber die ewige Bestenlisten, weißt du, das steht 2-2. Ich weiß. Und ich will halt mit meiner Glückskette den Unterschied machen. Ich muss mir irgendein Spiel ausdenken, was ich kann. Das habe ich bei Worm schon so versagt, weißt du? Sei gescheit, hä? Ach, du Scheiße. Gut. Ab ins Wasser. Der ist tot. Naja, aber Worms, da habe ich Glück gehabt. Jetzt hast du einfach beim letzten Spiel du Glück gehabt. Ja, ich glaube schon. Das Können wird sich schon herausstellen. Ich meine, es kann ja sein, dass ich dir jetzt in Sicherheit wiege. Das kann auch sein. Aber sagen wir uns ehrlich, wie viele Piercings hast du aktuell? Sichtbar. Sichtbar. Null. Wir kaufen heute das Nabelpiercing Salamander. Geil. Ah, ich bein. Nice, okay. Okay, Nabelpiercing Salamander. Mhm. Guck zu mir bitte. Wir haben gebraucht, okay, mit Swarovski-Elementen, das muss aber nicht stimmen, glaube ich. Ja, aber ist das von Swarovski? Swarovski ist Glas. Es gibt ein Foto, Versand gegen Aufpreis, Tier- und rauchfreier Haha. Haha steht übrigens für Hallo Heiko. DJ Heiko. Ja, Privatverkauf, keine Garantie oder Rücknahme, ja. Hat man wirklich ein Problem, wenn da Haustiere dieses Ding da jetzt am Bauchnabel tragen haben, oder was ist da gemeint? Ich glaube, dass das ein Problem ist. Weil es ist ja so, Katzenbesitzer zum Beispiel, die lassen sich ja regelmäßig von der Katze den Nabel putzen. Ach so, ja. Das, ah ja. Und wenn dann ein Piercing dabei ist, dann kann es natürlich sein, dass das... Der Katzenleger. Kurz gesagt, es gibt Seuchengefahr. Piercing! Selbstabholung. Gar keinen Bock, gell? Und dann, wenn es dann noch Versand gegen Aufpreis. Swarovski. Swarovski ist Glas. Ich bin auch empört, wie teuer das Leben ist. Ich bin auch empört, wie teuer ein Liter Milch ist. Aber Sie müssen nicht vergessen, es ist viel seriöser, als wir alle denken. Ich denke nicht nach, ich warte, bis du jetzt dran bist. Ich sag 15 Euro. 15 Euro? Ja. Wie war das jetzt mit dem Schobeln schnell?
Schobeln, wir erinnern uns, das ist, wenn man versucht abzuräumen, abzustauben oder auch zu geiern. Aber ich bin für Schobeln. Das ist jetzt von mir erfundenes Wort. Mach es so, du sagst Schobeln. Aber ich sage ordentlich ein Overschobeln. Du sagst Schobeln, ich sag abstauben. Wie viel hast du? 15? Dann sage ich 25. Du bist ein so ein... Ich schaue jetzt nach. Aber ich muss das gewonnen haben. 15 ist zu wenig. Was machen wir? Jeder an oder beide null? Gute Frage, jeder an ist spannend. Aber weißt du, dann ist es nicht besser. Dann müssen wir um den Punkt jetzt stechen. Um einen Punkt stechen? Lass mich überlegen. Oder neue Regel, der dran ist, und das würde ich jetzt sogar machen, gewinnt, wenn es unentschieden steht. Nehme ich gern. Wieso mache ich das? Nehme ich gern. Finde ich gut. Neue Regel, bei einem gleichen Abstand zum Ergebnis gewinnt der dran ist. Und ich weiß, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ich werde es nochmal so richtig, richtig hassen. Richtig erkannt. Ja, ich merke es gerade bei mir selber, dass mir so innerlich was zerbricht. 20 hätte ich nicht sagen können. Weißt du, du hast es eh angesprochen. Du musst nicht nachdenken, bis ich nicht was gesagt habe. Nein, wir könnten es auf Zettel schreiben. Am besten, wir sagen nichts im Video. Hä? Wir sagen einfach nichts. Setzen unsere Alltagsmaske auf und so halt einen Zettel in die Hand. Das muss uns doch auch Spaß bringen. Und wenn das jetzt so verbissen ist, dass wir da so... Das können wir zwar machen, aber es bringt dann auch nicht jedem Spaß. Es soll uns doch Spaß bringen. Das machen wir doch in unserer Freizeit. Frau Spielmeister. Sehr gern. Ba, 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 ba. Zur Auswahl steht Computer und Software oder Freizeitinstrumente, Kulinarik. Ich hätte gern wieder die Freizeit und die Instrumente und die Kulinarik. Da ist so viel drinnen. Da ist so viel Scheiße drin. Weißt du die da? Weil das ist eine ganz große Kategorie. Das sind ganz viele Unterkategorien. Geschenkartikel, saisonales Feste oder Sammelobjekte. Sammelobjekte. Ja! Ja! Jetzt kommt was Gescheites. Ich glaube, die Ewi sucht jetzt was, außer was mit Gaming zu tun hat. Oder mit Comic. Ich werde Tisch legen und rären. Mir wird nicht mitgehalten. Meine Mutter hat schon nicht mit mir mitgehalten. Weißt? Ich werde immer gefordert. Schöne Grüße übrigens. Und hallo Mama. Alles Gute. Sie hat das letzte Video angeschaut. Schön. Ja, und hat gesagt, das ist ein kompletter Scheiß. Ich kann einfach nicht rechnen. Weißt? Kein Comic, sondern ein sehr elegantes Set. Schön. Elegantes Set, sehr großer Heizahn, im eleganten Bein Heizahn, in Spitzenqualität mit Originalwurzel und beiden Seitenzähnen. Seitenzähne? Das sind Seitenzähne. Dazu muss man wissen, gell, dass ein Hai immer wieder Zähne nachwachsen. Gell? Also ständig. So, volle Hitten. Ständig, ja. Oh. Zustand neu finde ich schon mal ziemlich scheiße. Ja. Weil wo ist der Hai? Was, bei mir ist er dranhängen. Ja, genau, dann wäre er neu. Ja. Perfekt erhaltenes Stück, elegant durch schmale Form und graue Farbe. Um Himmels und Achtung. Immer seltener zu kaufendes Fossil, also wilderer, da es immer weniger Fundstellen gibt. Mhm. Achtung, viele Heizähne gibt es nur mehr mit ergänzten Wurzeln. Dieses Stück ist noch komplett original erhalten. Ach du Scheiße. Fundort Marokko. Also hat er das gefunden. Aha. Alter circa 60 Millionen Jahre. Ich habe da mal kurz eine Frage. Darf man das einführen in die EU aus Marokko? Nein, darf man das. Anzeige ist raus. Bitte keine Anzeige machen. Kling, klang. Bitte keine Anzeige machen. Nimmer Halteverbot, kein Parkschein bezahlen. Bitte keine Anzeige machen. Aber er steht auf seine Wurzeln, gell? Also die Wurzel ist scheinbar sehr wichtig. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Ein bisschen ein Riss ist drinnen, gell? Moment. Er ist 60 Millionen Jahre alt. Ah. Woher weiß er, dass er 60 Millionen Jahre alt ist? Ja, weil er es gekauft hat und da war das Ding dabei. Scheiße, da wird mir ja nur betrogen. Wo kauft man das? In Marokko? In Marokko. $5 Hallo, 100 Jahre Garantie. Good man. Gut Preis, gut Preis. Gut Preis. Andere Farbe. Andere Farbe. Scheiße. Das ist ja echt irgendwas. Sammelobjekte. Ich meine, Sammelobjekte sind generell mal teuer. Sehr teure Geschichte. Sie sind gefragt. 40 Euro. 40 Euro? Das, schau mal, das ist ein Zertifikat dabei, das ist eingeschweißt. Ich sag 80 Euro. I'm back. I'm back. 32 sind 80 Euro.
1-1. Warum kostet es 32 Euro? 1-1. Wie sagst du, ich habe wirklich die Vermutung, während ich da in die Kamera schaue, dass die Evi dir so Zeichen gibt. 1-1. Ich bring die um. Alter, ich bring die um. Du hast keine Chance. Jetzt habe ich wieder alles, was ich vorher gesagt habe, revidiere ich. Nein, aber das ist das, was ich vorher letztes Mal gemeint habe, mit Ausschlag durchbringen, weißt du? Das ist wichtig. Kokainum. Ich habe jetzt überhaupt keinen Druck. Evelyn? Sehr gerne. Antiquitäten und Kunst oder Beauty, Gesundheit und Wellness? Antiquitäten und Kunst. Zur Auswahl in der Unterkategorie steht Antikspielzeug oder antike Haushaltsgeräte. Beides interessant. Beides scheiße. Spielzeug bitte. Ich präferiere das Spielzeug. Oi, die Evelyn hat schon große Augen gemacht. Ich glaube, es kommt jetzt ein richtiger Müll. Und zwar hätten wir heute eine antike Puppenküche im Jugendstil. Im Jugendstil? Wo ist da Jugendstil? Das florale... Diese Verschnörkelungen da. Im Jugendstil? Alter, wie viele Fotos gibt es denn da vom Serben? Okay, wir haben Geschirr dabei, wir haben eine Kochstelle... Wir haben Werkzeug, wir haben verschiedene Tische. Das ist alles lackiert, es ist sogar Besteck dabei. Was bedeutet Jugendstil? Es ist aus 1910. Vollholzküche, ja. Aus circa 1910. Ja, okay. Das heißt, es kommt einfach aus der Zeit. Das ist genau. Also es ist jetzt nicht im Jugendstil, sondern es ist aus dem Jugendstil. Ja. Genau. Bestehend aus Kredenz groß, Kredenz klein, drei Regale, drei Schränke, Sessel, Garderobe, Ofen mit echten Kohlen. Alles klar. Kohlenkübel und Schaufel, Service. Die kann man relativ schnell klar machen. Cool. Service, Besteck etc. etc. Wichtig. Das Geschirr ist teilweise Email, Blech, Zinn, Eisen, kein Plastik. Auch das Besteck ist anscheinend kein Plastik. Teilweise Holz, Keramik, Porzellan. Unikat wurde vom Tischler handgefertigt. Ein Kotz. Siehe Fotos, Versand erfolgt, wenn dann nur versichert als Paket, Fixpreis. Okay, dann weiß ich, was das kostet. Das ist schön, du bist eh dran. Mhm. 41 Fotos. Alter, schau dir das Geschirr an. Sieht super aus, ja. Ich weiß, Leute sammeln das. Alter Fuchs. Alter, ich hab richtig die Hosen voll gerade. Ich glaube, ich weiß, in was für Richtung das geht. Und ich hab richtig die Hosen voll. Naja, was? Die haut ja ein bisschen am Tisch. Also, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau verkauft, warum immer. Das verkauft fix ein Mann. Ich finde das so. Eine Frau hätte sich da viel mehr Mühe bei der Beschreibung gegeben. Sammeln du Männer lieber, gell? Komischerweise. Ich muss anfangen. Du musst anfangen. Ja, das ist 100 Jahre altes Spielzeug. Über 100 Jahre alt und lauter so Scheiße. Mit echten Kohlen. Nicht. Ja, ich gebe jetzt einfach mit meinem ersten Gefühl und sage 1500 Euro. Wirklich? Nein, ich muss nicht sagen. Ich sag. Was? Moment, was? Du hast noch nichts gesagt. Ja. Ich sag 1250. Eingeloggt. Ist eingeloggt. Nein, das ist... Schnauze! Ja, jetzt ist vorbei. Scheiße. Mein erster Gedanke waren 300 Euro. Der Verkäufer... Dann nimm 300 Euro. Tut so, als würde das viel wert sein. Das weiß ich, ob 300 Euro viel wert ist. Aber ich gehe da 450 Euro. Okay, passt. Let's go. Let's show me the money. 450 bin ich näher. Ich kotz. Ja gut, wenigstens bin ich nicht bei Ding. Aber schon teuer, ja? 700 Euro? Naja. Ich hasse das Spiel. Weißt du, wie lange du so das spielen kannst? Ich hasse dieses Spiel. Ich mache mir selbst zu viel kaputt. Ich mache mir zu viel Gedanken. Und mit diesen Gedanken mache ich mir im Vorwege Freude kaputt. Weißt du, was ich sagen wollte? War ein schlecht. Weißt du, was ich sagen wollte? 800? 800. Wenn du 800 gesagt hättest, hätte ich 700 gesagt. Du hättest sicher 700 gesagt, ich weiß es ist egal, du hättest vielleicht auch 600 sagen können, dann hätte ich trotzdem gewonnen, aber ist egal. Es war jetzt nicht geschobelt, übrigens. Das war einfach nur zu hoch. Bullshit. I suppose nothing hurts you. Only pain. Ich hasse das Spiel. Wir hören das auf. Ja, das, aber nein, würde ich nicht. Passt, ich bin bereit. Auf geht's. 2-1. Nächste Runde, neues Glück. Ficky Fucky. Evelyn? Jawohl. Booten, Yachten und Jetskis. Alter, fuck, warum oder Smartphones und Telefonie. Du bist dran. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich hab gerade angefangen. Nein. Ich hab gerade mit dem Preis angefangen. Du bist dran. Du bist dran. Wirklich? Ja. Wieso kriege ich immer Booten und Jetskis? Ja, weil du es nicht nimmst.
Und was? Smartphones und Telefonie. So, nochmal ganz kurz, Evi, sag bitte nochmal. Boote, Yachten und Jetskis oder Smartphones und Telefonie? Telefonie? Na, ich sage jetzt noch nichts. Denk mir, was Telefonie ist. Festnetz. Festnetztelefone. Fix. Gibt's noch. Ja, ich nehme die Telefonie. Ja, schau aus wie Lorenzo den Medici oder so, dass ich mir eine Yacht kaufen kann. Evelyn. In der Unterkategorie zur Auswahl Smartphones und Handys oder Telefonie und Fax? Telefonie und Fax. Was ist, ob das so eine gute Idee war jetzt? Du bist eh vorhin, sehr wurscht. 2-1. 2-1. Bin schon wieder doppelt so viele Punkte wie du. Es wird genau gleich ablaufen wie letztes Mal. Ja, hauptsächlich kann am Schluss rechnen, sonst schimpft die Mama wieder. Alles Gute. Einen Anrufbeantworter. Einen Anrufbeantworter. Diese Frau muss man lieben. Schau, da ist sogar kleine Kassetten drinnen. Ja, weil große nicht reingeht. AC-DC-Adapter, weißt du? Rock'n'Roll. Funktioniert der noch, ja, gell? Von der wunderbaren Marke Olycom. Griechisch? Olympus Communication wahrscheinlich. Schöner Mann. Also ein Genie bin ich nicht. Der Anrufbeantworter der Marke Olycom, funktionsfähig, in sehr gutem Zustand. Wie neu. Du bist dran. Wer kauft sowas? Weil es cool ist, weil man das noch verwendet, weil man kein Handy hat, wenn man es der Oma schenkt, weil man sowas sammelt. Hallo Baby, soll ich dir meine Sammlung meiner Anrufbeantworter zeigen? Du hattest mich nach dem Hallo. Ich glaube, das kauft jemand, der sich eure Handys aufgehört. Ein vollwertiger, 100%iger Hipster zum Beispiel. 7,50 €. Du bist ein. Und jetzt schauen wir mal, wie weit du über 10 Euro drüber gehst. Jetzt bin ich nervös. Ich bin voll nervös. 15 Euro. Das ist, glaube ich, das Gleiche, was du bei dem Reversierhebel gesagt hast. 10 Euro! Der Lukas muss die nächsten 2 Runden gewinnen, damit er nicht verliert. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Weltkatastrophe. Es kann ja nicht sein, dass ich dieses Geldspiel gewinne. Ich weiß nicht, was Geld ist. Ja, jetzt steht's wie? Nicht wie beim letzten Mal, gell? Irea! Noch so ein Ding, was mich ärgert. Wie neu, funktionsfähig. Ich hab gedacht, Alter. So ein Mist. Was? 7,50 €. Was das Ding ist, das? Es gibt bei Willhaben gibt's gewisse Regeln. Es gibt ganz viele Willhaben-Typen, die sagen, ich tue es für 15 eine, weil dann erkauft es mir dann eh für 10 ab. Was nur dazu kommt, warum heute überhaupt so ein Monolog? Aber ich bin einfach nur zwider. I don't even know what the fuck I'm saying. I don't want any more bullshit any time during the day from anyone. That includes me. Ba, 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 ba. Let's go. Jawohl. Und zwar Dienstleistungen oder Wohnen, Haushalt, Gastronomie. Kennst du das, wenn du Mölkisch bist und du hast die Wahl zwischen entweder ich wirf jetzt einen schwierigen, den du gewinnen kannst, oder ich wirf einen leichten und muss mich deswegen vielleicht nicht blamieren? Ja, voll Risiko. Ich muss jetzt ein Selfie spielen, ich kann es nicht. Ich kann, ich meine, wenn ich jetzt Dienstleistungen genommen hätte, vielleicht hätte ich da einen Vorteil gehabt. Ja, aber das Risiko, glaubst, weil du so ein Dienstleister bist oder was? Nein, aber weil das eine Kategorie ist, die sich von den anderen so weit abhebt, dass ich die Chance habe, dass ich da vielleicht besser bin, weil du bei den anderen besser bist im Moment. Du Kotzbrocken, echt. Geschobene Partie. Ja. Du siehst es in die Augen von der Evi. Wie das da läuft. Das ist einfach schlecht. Gogo Gadget die Augen, schaust hin. Und dann siehst du es. Und du tust immer so, wie viel über 10 Euro geht er? Entschuldigung, wird es stören, ein bisschen weniger laut und ein bisschen weniger Blödsinn zu reden. Du weißt, es ist falsch, was du sagst. Es ist alles einfach nur geschoben. Du weißt, wenn da wer anderer sitzen wird. Du weißt, was falsch ist. Wie viel steht's? 3-1. Ich kann nur mehr ausgleichen, wie beim letzten Mal. Ja, gehen wir. Let's go. Tische Kotz mir oder an. Sicherheit? Ich muss eigentlich jetzt wirklich was verraten. Sicherheit geht vor. Und deshalb merkt euch, Sicherheit geht vor. Danke. Tische. Es ist egal, es ist egal, es ist egal. Wir müssen weiterarbeiten, unsere Gegner kommen noch.